Hallo Leute, herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal 5 Typen von COD-Spielern vorstellen. Sicherlich kennt ihr den ein oder anderen von denen da oder seid selber einer von denen oder ihr habt ein paar Mal gegen welche von denen gespielt. Also wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, dann wollen wir die ganzen Bitches mal platt machen. So, wo stecken die dann? Zack, da habe ich den ersten geholt. Na komm, zack, den zweiten. Den dritten, ja! Den fünften, jawohl! Und komm, wo steckt ihr, Zack, den nächsten! Zack, den nächsten! Zack, zack! Jawohl! Bam, 30 zu 5! Jawohl, so geht das, Bitches! So, wollen wir mal, spielen. So, wie geht das dann jetzt? Ach so, ja, da war ja Schießen, da war ja Anvisieren. So, wie geht das jetzt? Er hat mich ja jetzt wieder geholt. Nein, nicht also auf mich, Mann! Hört auf, nein! Liebe nicht! Nein, hört auf, bitte, nein! Ich, Scheiße. Schon wieder 1 zu 30 verloren. Scheiße! So, dann will ich mal die ganzen alle fertig machen. So, wo sind die? Da habe ich den ersten. Ja, komm rein. Jetzt bin ich ja wieder tot. Hör doch mal auf. So, da habe ich den nächsten. Da kommt der nächste. So, du dummer Hurensohn, stirb doch endlich. Was willst du denn jetzt vor mir? Hä? Ja, komm, zack. Fertig, so, 6 zu 5 gewonnen, ja. So, dann schalte ich mal mein Aimbot ein. Als nächstes den God-Mode. Dann noch Unsichtbarkeitsmodus. Und müsste ich jetzt alles eingegeben haben. So, zack, fertig. Auf ein ganz faires und sauberes Spiel. Was? Du dummer Hurensohn! Jetzt stirb doch endlich! Was? Ich war da drauf, du verfickte Fotze, du! Was? Hör auf, du dummer Hurensohn! Was? Nein, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Scheißspiel! Mann! Ja, Leute, das waren meine 5 COD-Spieler. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, abonniert mich doch einfach. So, jetzt kommt ihr hier einmal zu meinem letzten Vlog, wo ich in München war, wo ich dann eine Schmankerlplatte gegessen habe oder war in der Allianz Arena und Olympiastadion. Wer es noch nicht gesehen habt, Link habe ich euch hier neben dran gemacht. Und einmal hier kommt ihr zu meinem vorletzten Vlog, wo ich in Büsum war. Und also ich habe ja 2 Teile gedreht, da kommt ihr zu dem ersten Teil. Und ja, habe ich auch viele verschiedene Sachen erlebt und ich habe sogar die Toten schnarchen hören. Also, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Dominik.